Hi, mein Name ist Cornelius von Cornell und ich bin ein professioneller. Okay. Wer wollte weitermachen, indem wir uns wundervolle Nintendo-Werbung angucken? Und wir fangen einfach direkt mal an. Ne, danke für eure Unterstützung im letzten Part und weiter geht's. Mario, du bist Mario. Du badest in Gold und kämpfst gegen... Wir haben ja im letzten Part damit aufgehört und wir fangen in diesem Part damit an. Ich hasse dieses Spiel. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich kann da wirklich nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, was muss ich sagen? Ich meine, irgendeiner muss es ja produziert haben. Ja gut, es war nicht Nintendo. Also ich finde die Grafik von Wario, die Art und Weise, wie das gezeichnet ist oder wie auch immer, ne, die Farben, super schön. Super, also das sieht so geil aus, wirklich, also Wahnsinn. Aber das hat halt, ne, damit wurde man früher gelockt, ne, mit so einer Werbung. Und dann bekommst du sowas. Das ist halt typisch Nintendo, ne, dieser Nintendo-Look. Und ja, jetzt sehen wir halt auch das wahrscheinlich. Da, habt ihr es gesehen? Der rammt den weg und als er den dann weggerammt hat, dann hast, als ob das Spiel so eine Sekunde einfriert. Guck, warte, ich zeige euch das. Guck mal hier. Da, guck. Hier drückst du rammen, dann rammt er den. Auf einmal ist er wieder zurück. Ne, du wirst so zurückgeschmettert, dann geht er wieder nach vorne, damit dieser Effekt zustande kommt. Und dann guck. Jetzt rammt er den, bam, und jetzt fliegt das Ding weg und du kannst dich nicht bewegen in der Zeit. Boom, Alter. Ich weiß, es war jetzt nicht so lang. Aber wenn du das die ganze Zeit machst, ohne Spaß, das nervt einfach irgendwann. Du machst halt die ganze Zeit diese Attacken und immer wieder wirst du zurückgeschmissen oder so. Seht ihr da? Ich hasse das Spiel, ich hasse es. Richtig Kacksteuerung hat das Spiel. Bleib cool, konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360-Grad-Turns, 32.000... Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Dann hol's dir! Nintendo! Also, man kann vieles sagen und ich mache mich ja manchmal so ein bisschen darüber lustig, wie Leute so ihre Kinder-Gamer-Zeit beschreiben und wo die dann so sagen, ja, mit 2,5 habe ich sofort gemerkt, dass es meine Bestimmung ist, zu gamen und so. Und ich wurde schon in der Krabbelgruppe und beim Babyschwimmen dafür ausgelacht. Aber man muss wirklich eine Sache sagen, der Super Nintendo hat mein Leben halt schon mitgeprägt. Und nicht nur der Super Nintendo, vor allen Dingen Super Mario World. Also Super Mario World ist halt ein Spiel in meinem Leben. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwann mal Kinder kriege, aber mit meinen Kindern und Enkeln, wenn ich sie denn bekommen sollte, spielen werde. Und die Konsole war einfach toll. Super Mario World ist so ein schönes Spiel. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnern sollte, ich bin gespannt, was noch für Werbung kommen. Ich habe gar nicht so viele Spiele in meinem Kopf, die für die Super Nintendo so überkrank waren. Ich hatte noch so ein Autospiel, was ich sehr oft gespielt habe, wo die Autos so Augen hatten. Das wollte ich auch mal let's playen, aber das hatte im Emulator Bugs. War leider unspielbar. Naja. I want it all. Das ist die Super Spielspaß-Sensation des Jahres. Das More Fun Set von Nintendo. Da ist. Leute, ich möchte ja nicht übertreiben, ne? Aber guck mal, das sieht aus wie eine Toilette, oder? Guck mal, das ist hier so die Rückenlehne, ne, hier so der Spülkasten. Und das hier ist halt der Sitz. Wisst ihr, hier steht hier auf dem Boden. Und das ist quasi so die Klobrille. Das sieht doch safe aus wie ein... Was ist das? Das sieht doch aus wie eine Toilette, oder? Seht ihr das auch? Ihr seht es auch, oder? Ich sag euch ja, Nintendo und Toilette ist sehr eng miteinander verbunden, ne? Früher hat man auf der Toilette die ganze Zeit gespielt. Heutzutage sind die Spiele für die Toilette. Ne, zumindest der Online-Modus. Ihr wisst Bescheid. Ja.
Nintendo, da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Den hatte ich auch. Also wir, ne, wir, ja, wir. Cool. Vielleicht hatte ich den doch nicht. Vielleicht hatte den nur Freunde von mir, also Schulkameraden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe ihn gerade kurz verwechselt. Es kann auch sein, dass wir den mal hatten, aber nur kurz, weil den dann irgendeiner verliehen hat. Früher war das so. Manchmal hast du einfach Dinge verliehen und dann waren die halt weg. Aber ich habe das auf jeden Fall auch gespielt früher. Gameboy-Spiele auf der Konsole. Sowas habe ich mir ja immer gewünscht, ne? Ich würde es mir auch immer noch wünschen. Bring so ein Modul bitte für die Switch raus, wo man einfach 3D-Spiele mitspielen kann. Ich möchte so gerne Mario 3D Land mal wieder spielen. Mario 3D Land ist so ein geiles Spiel. Bitte. Bitte, Nintendo. Und ich würde voll gerne Mario Kart 7 spielen und so. Ach man, bitte, Nintendo. Bitte. Spiele alle deine Gameboy-Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 mal größer und in Farbe und mit Super Stereo-Sound. Dazu die Super Nintendo-Konsole mit 16-Bit-Power und der absolute 16-Bit-Superhit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set, ein völlig neues Spielerlebnis. Nintendo, have more fun. Brandneu, startfrei für das heißeste Rennen der Welt. Super Mario Kart. Hey, Mario. Pass auf, Schildkröte von hinten. Oh, gut gemacht. Da kämpfen Mario und Yoshi um die Spitze. Es wird gedrängelt, geschoben. Wie geil das aussieht. Das war's für Yoshi. Jetzt greifen die Prinzessin und Donkey Kong an. Der super Rennspaß mit Marios Freunden. Steig ein, nimm die Herausforderung an. Super Mario Kart. Nur für Super Nintendo. Nintendo, I want it all. Ja, Johnny und ich sind ja gerade am Super Mario Kart Let's Play. Ihr kennt das Let's Play vielleicht. Schaut auf jeden Fall rein. Wie cool sah diese Werbung aus? Jetzt mal ohne Spaß. Wie cool sah diese Werbung aus? Was hatte das? Was war das für eine krasse Grafik ab? Guckt euch das, die, wie viele Grafikstile da einfach in dieser Werbung waren. Das fand ich halt übergeil. Wie diese Steinblöcke da runterkommen. Wie geil das aussieht. Prinzessin und Donkey Kong an. Der super Rennspaß mit. Und das sieht auch mega cool aus. Bei dieser Werbung kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das Spiel wirklich aussieht, oder? Es wurde kein einziges Mal gezeigt, wie das Spiel wirklich aussieht. Heutzutage muss es dabei stehen. Ich glaube, da muss heutzutage beistehen. Das ist nicht die endgültige Ingame-Grafik oder so, irgendwie sowas. Muss es heute dabei stehen? Ich weiß es nicht. Man hat ja keine Ahnung, wie das Spiel aussieht. Steig ein, nimm die Herausforderung an. Super Mario. Könnte ja voll das geile Spiel sein. Also, Mario Kart, Super Mario Kart ist auch ein cooles Spiel. Hat halt die Funracer-Szene geebnet für Mario Kart und ist halt damals auch einfach eine geile Scheiße gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen. Das war einfach Ehre. Mario Kart, nur für Super Nintendo. Nintendo, I want it all. Brandneu. Mario Paint, das Super Nintendo Spielset mit einer richtigen Computermaus. Ja. Jetzt kommt ist wieder so eine Sache, die mich halt überhaupt nicht juckt, ne? Damit wirst du zum Künstler und machst deine eigenen Kunstwerke. Ja. Mario Paint war nie relevant Video für mich. Festhalten. Nur für Super Nintendo. Hatten wir das? Ich glaube nicht. Mario Paint, komplett mit der tollen Computermaus. Nintendo, I want it all. Super Nintendos neuester Hit heißt Zelda und der reist mächtig mit. Abenteuer, Action, schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy. Taucht ein in diese Zauberwelt und kämpft wie Link, der Superheld. Rettet die Prinzessin aus teuflischen Klauen, dafür müsst ihr dem Drachen die Rübe abhauen. Doch kaum denkst du, du bist am Ziel, mach ein Kuschelrettier dich wieder mobil. Also zeig, was du kannst, steh deinen Mann, denn Zelda tönt dich tierisch an. Zelda und die unschlagbaren Welthits, nur für Super Nintendo. Einfach gerappt für die damalige Zeit, war das bestimmt ziemlich verrückt, oder? Man konnte auch wieder aus der Werbung überhaupt nicht erkennen, was das für ein Spiel sein soll. Meine Schwester war früher extremer Zelda-Fan, ich nicht. Ich habe es schon damals nicht gemocht, oder? Ist halt nicht mein Spiel gewesen, ne? Fand ich langweilig. Nintendo! Brandneu! Street Fighter 2 für Super Nintendo! Das Elektro. Habe ich auch nie gespielt. Das wäre wieder sowas für meinen großen Bruder dann gewesen, Street Fighter. Ich bin nicht so der Gewaltmensch. Visierende Kampfsportspiel für zwei. Hat mich halt nie gejuckt. Spezialtechnik. Akrobatische.
Ja, das sind halt so Dinge, ne, da sagt man dann, der Junge, der müsste ja eigentlich voll ausrasten, so, oh, voll cool und bla und Kampf und Action. Ich bin halt ein Mädchen in der Beziehung, ich mag solche Spiele einfach nicht. Geheime Tricks. Street Fighter 2 und die unschlagbaren Welten. Ja, das, was mir dann Testosteron und Männlichkeit fehlt, das hat dann mein Bruder vielleicht zu viel bekommen. Ne, Grüße gehen raus. Ja. Nur für Super Nintendo. Nintendo. Meine Frau sitzt hier im Weg. Ne? Oh, nicht Metroid, ja. Hey, jetzt kommen die ganzen Dinge, die mich halt überhaupt nicht jucken. Ne? Metroid hat mich auch nie gejuckt. Ich weiß auch nicht. Ich war halt auch damals schon ein sehr selektiver Gamer. Es gibt ja die Leute, die alles gespielt haben und auch alles spielen. Und ich bin immer ein bisschen neidisch auf diese Leute, weil die so, ne, weil die halt zum einen so richtig viel Wissen, also so dieses Gaming-Wissen angesammelt haben und halt einfach alles kennen. Und das halt auch so irgendwie eine Expertise ist, ne? Auf der anderen Seite beneide ich sie aber auch nicht, weil ich dabei, glaube ich, sterben würde vor Langeweile. Warum war da ein Känguru? King of the Jungle, Donkey Kong wahrscheinlich, oder? Aber warum ein Känguru? Einfach nur, weil es ein Tier ist? Okay, da ist Donkey Kong. Donkey Kong Country 1. Das war natürlich damals, ja. Ich war nicht so ein ganz großer Fan von Donkey Kong wie zum Beispiel von SMW, aber ist natürlich ein absolutes Legendenspiel. Und ist auch schön, dass es Donkey Kong auch als Jump'n'Run geschafft hat. Weil Jump'n'Runs, das waren ja die Spiele, die ich gespielt habe, ne? Auch dann Donkey Kong Country 2 und auch 3 habe ich natürlich auch gespielt als Kind. Was stand da? Man kann das gar nicht alles lesen, weil es einfach so schnell weg ist. Verblüffend realistische Bewegungsabläufe. Ja. Damit hat man Werbung gemacht. Kein teures Zubehör, keine neue Hardware. Ja. Nur für Super Nintendo. Ja. In einer längst vergessenen Zeit. In einem Das, ich weiß nicht, ob es das ist, aber das erinnert mich schon wieder direkt an Secret of Mana. Ich glaube, also wahrscheinlich ist es nicht Secret of Mana. Aber bei Secret of Mana gibt es auch dieses Bild mit dieser grünen, ne, mit der Natur und so, wo die dann da stehen und wo diese rosanen Vögel in der Luft sind. Land, wo Friede herrschte, bis eine böse, hinterlistige Macht alles zerstören wollte, bist du der Einzige, der die Ordnung wiederherstellen kann. Aber du brauchst die Hilfe deiner Freunde und die Macht des Schwertes von Mana. Aber ist es nicht so in der Story gewesen, dass ich schuld daran war, dass die wiedergekommen sind, weil ich das Schwert aus dem Stein gezogen habe? Also, weil die haben jetzt gerade gesagt, ich muss die besiegen mit der Macht des Schwertes. Aber war ich nicht daran schuld, dass die ganzen Monster in die Welt gekommen ist? Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Das ist der erste Boss. Und es gibt eine Musik bei Secret of Mana, wenn du aus dem Dorf verbannt wirst. Einfach Legendenstatus. Legendenstatus. Das erste Action-Rollenspiel für drei Spieler gleichzeitig. Ein Abenteuer ohne Ende. The Secret of Mana. Mal sehen. 200 in der geschlossenen Ortschaft. Da! Das ist! Davon habe ich im letzten Part, glaube ich, geredet. Das ist das Spiel mit den Autos. Mit den Augen am Auto. Drei Autos gerannt. Ist das deine Kiste? Das! Fahrerflucht! Kein TÜV. Das war und du hast den Blinker nicht benutzt. Das war so geil. Es gab da dieses gelbe Auto. Ihr könnt es nicht erkennen. Es gab dieses gelbe Auto. Es gab so ein großes blaues Auto. Es gab so ein Formel 1 Auto in Rot. Und dann gab es noch dieses, hat man kurz gesehen, so ein Motorrad. Und dieses Spiel war so geil. Das habe ich so oft gespielt. Wenn man gegen die Wand gefahren ist, ist man so auseinandergeflogen und wurde wieder zusammengesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas gab, was nicht. Also, ich weiß nicht, ob das nur aus Zeitfahren bestand. Nee, es gab Grand Prix. Genau, du hast gegen CPUs gespielt.
Ich glaube, da gab es dann auch die Autos in anderen Farben. Genau, so sah das aus. Oh, fuck. Das würde ich halt, das wollte ich halt super gerne mal let's play, ne? Man hat hier dann so, man hat noch nicht mal das, den ganzen Bildschirm zum Fahren. Ich weiß gar nicht, wie das im Singleplayer aussieht. Wahrscheinlich hast du da den ganzen Bildschirm. Ich fürchte, das hat Folgen für dich, mein Sohn. Stunt Race FX mit dem neuen Super FX-Chip. 5 verschiedene Autos. Splitscreen für 2 Spieler. 4 Spielmodi, das absolut verrückte. Es gab 5 verschiedene Autos. Autorennen. Ja, das war's, Leute. Stunt Race FX, das würde ich so gerne mal in einem Video spielen, aber es geht. Also, da müsste ich halt irgendwie meine Super Nintendo mal anschließen, aber dafür fehlt mir das Equipment. Leute, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mit mir zusammen in der Vergangenheit schwelgen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich kann mir gerne mal mehr raussuchen. Das waren ja sehr alte Clips. Lasst es mich wissen, bewertet das Video, lasst mir einen Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Ciao!